Moin moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Am 29. November findet ein Blaulichttreffen statt. An diesem Tag können sich die Sylter bei allen ehrenamtlichen Rettungskräften bedanken, die am Tag von Orkan Christian so fleißig und unermüdlich geholfen haben. Um den Westerländer Funkturm wurde eine 2,5 Kilometer breite Sicherheitszone eingerichtet, angeordnet vom Bundesverteidigungsministerium. Am Samstag fanden das Eichsumer Weihnachtsstübchen und der Kaitumer Scheunenmarkt statt. Unser historischer Film führt Sie diesmal zurück ins Jahr 1962, als eine schwere Sturmflut über Sylt hereinbrach. Die Hörnummer Jugendfeuerwehr wird 50 Jahre alt und das wurde gefeiert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Die Facebook-Gruppe Gesucht gefunden Sylt lädt am 29. November ein zum Blaulichttreffen. Die Sylter sagen Danke allen ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehren, der Jugendfeuerwehren, des DRK, der DLRG und des Rettungskorps für ihren unermüdlichen Einsatz am Tag des Orkans Christian und in den Tagen darauf. Der Sturm hatte auf Sylt erhebliche Schäden angerichtet. Schon kurze Zeit nach dem Orkan hatten viele GGS-Mitglieder Geld gespendet, insgesamt 1000 Euro. Schnell war die Idee geboren, das den Einsatzkräften zugutekommen zu lassen. Noch einige Sylter Firmen stiegen in die Spendenaktion ein. Getränke Ibsen stellt die Halle für die Feier am 29. und die Getränke für alle Mitglieder der Einsatzkräfte sind die Getränke an dem Abend kostenlos. Vom Twisters gibt's leckeres Essen zum Selbstkostenpreis. Für die Besucher werden die Getränke 1 Euro kosten. Das bisher gesammelte Geld plus das, was vielleicht an dem Fetenabend noch hinzukommt, wird an die Jugendorganisationen der Jugendfeuerwehren und des DRK gegeben. Alle Sylter sind herzlich eingeladen, am 29. ab 17 Uhr bei Ibsen Getränke mitzufeiern, um allen Sylter Einsatzkräften Danke zu sagen. Seit Mitte der 70er Jahre ist er das Wahrzeichen Westerlands, der Funkturm. Das Fernseh- und Radioprogramm bringt er uns in die Wohnzimmer, aber auch der Funkverkehr aller Rettungskräfte läuft über den Turm und auch das Bundesverteidigungsministerium nutzt die Anlage im Herzen der Inselmetropole. Eine Anordnung des Ministeriums hat nun eine 2,5 Kilometer breite Sicherheitszone rund um den Funkturm verfügt. Keine elektrischen Wellen dürfen den Funkverkehr stören. Diese Anordnung ist allerdings ein wenig zum Schmunzeln, denn neben Windrädern dürfen auch keine Seilbahnen gebaut werden. Mit letzterem ist auf Sylt in Ermangelung von Bergen aber voraussichtlich nicht zu rechnen. Mit dem Eichsumer Weihnachtsstübchen begann am vergangenen Wochenende die vorweihnachtliche Saison auf Sylt. In der alten Schule erwarteten die Gäste viele schöne weihnachtliche Geschenkideen. Das Weihnachtsstübchen zeichnet sich besonders durch seine familiäre Atmosphäre aus. Da macht es Spaß zu stöbern und zu kaufen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen tollen Adventskalender vom Rotary Club. Darin verstecken sich Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro, gesponsert von Sylter Unternehmen. Die Kalender kosten 10 Euro, die Erlöse fließen in die Jugendarbeit und in verschiedene Vereine der Insel. Bei uns gibt es 5 dieser Adventskalender zu gewinnen. Infos dazu gibt's auf unserer Homepage. Ebenfalls am Samstag und Sonntag fand zum 4. Mal in der Sylter Landschlachterei in Kaitum der weihnachtliche Scheunenmarkt statt. Auch hier viele kleine nette Stände mit allerlei schönen Dingen. Die Familie Andersen verwöhnte die zahlreichen Besucher mit gegrilltem Punsch, Glühwein und vielen anderen Leckereien. Thank you.
Seit 50 Jahren gibt es die Hörnummer Jugendfeuerwehr und dieses tolle Jubiläum wurde am Samstag gebührend gefeiert. 1882 wurde auf der Insel Föhr die erste Jugendfeuerwehr gegründet, 1953 folgte die Gründung in Niebüll und 1963 die in Hörnum. Damit gehört die Jugendfeuerwehr Hörnum zu den ältesten Wehren in Deutschland. Momentan werden im Inselsüden 10 Mädels und Jungs an ihre zukünftigen Arbeiten in der Feuerwehr herangeführt. Einmal in der Woche wird geübt, Gerätekunde, Erste-Hilfe-Übungen, Unteratemschutz, Funkübungen und vieles mehr lernen die 10 Kids. Aber auch jede Menge Spaß steht auf dem Programm. Ausflüge, gemeinsamer Sport und Reisen stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Bei der Hörnummer Jugendfeuerwehr können Jungen und Mädchen ab 10 Jahren mitmachen. Alle, die in Hörnum wohnen und Lust haben mitzumachen, können sich beim Jugendfeuerwehrwart Sven Petersen melden.